Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Eurotruck Simulator. So, wir gehen gleich mal hier rein. Auftragsangebot schauen wir uns mal an. Sehr gut. Und selbst? Ja, Passi. Trotz der Umstände geht es mir tatsächlich auch ganz gut. Was willst du halt machen, ne? Rumheulen bringt halt nichts. Ganz einfache Kiste. Rotterdam. Was war denn hier gerade los? Wir nehmen natürlich wieder das Teuerste, ne? Und bemühen uns mal, oder ich bemühe mich heute mal, keine großen Umwege wieder zu ballern hier. Was ist denn hier mit der Maus los? Warum hängt denn die? Liegt das am Spiel oder was oder wie oder wo? Wir fahren mal Einmachgläser. Betonleergerüst. Wir fahren mal Einmachgläser, oder? Das ist natürlich eine ganze Ecke, aber fahren wir direkt mal die schnelle Spur. Ja, genau, nach Kiel. Einmachgläser von Kassel nach Kiel. Das wirst du gewusst haben, nicht gelesen haben, weil ich glaube nicht, dass du das lesen kannst, oder? Könnt ihr das lesen, was auf dem Display steht? Ich glaube nicht, ne? So, okay, ein bisschen weiter rüber schieben hier das ganze Ding. Ich mache gleich schon mal mein Getränk auf. Heute aber nicht umkippen, die Dose, bitte. Das wäre nicht so gut. Nee, geraten. Oder weil es vielleicht daran liegt, dass es am Anfang fast ausschließlich immer nur nach Kiel geht. So, wir machen mal das Licht. Nein, das ist kein Licht. Wir machen mal das Licht an. Das geht doch hier auch, oder? Habe ich das? Glaube ja. Ja, so jetzt. Vielleicht. Gönn dir dein Dosenbier. Hallo? Spezi, Junge, Spezi. Aber Dosenbier wäre auch nicht schlecht. So, wenn das mal Fahrlehrer sehen könnte, der würde mir eine donnern. Der würde mir eine donnern, würde der mir. So, wir müssen mal lang. Nach. Irgendwie sitze ich heute nicht so geil. So. Auf jeden Fall heute keine Umwege nehmen. Rote Ampel. Oh. Es ist wirklich rot. Warum, was ist denn hier mit dem Dings los? Es regt doch gar nicht. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf! So, danke. Hallo, anhalten. Während der Fahrt kein Alk. Höre auf Passi, richtig. Da zählt auch der Simulator dazu. La. So, wie viele Kilometer haben wir überhaupt? 437 Kilometer. Sprit werden wir wohl einmal machen müssen. Da ist schon ein Schluck raus. Aus der guten Stube. Ah, ein bisschen können wir noch ran. So. Ist der Roman auch schon wieder abgehauen? Der kommt auch in letzter Zeit nur noch rein und sagt Hallo und haut wieder ab. Naja. So. Und ab geht er, der Peter. Wie spät haben wir es denn da? 3.24 Uhr. Sehr gut. NotPylex, ich grüße dich. Hallöchen. Wie geht es dir? Like mal ruhig ein bisschen. Los, gebt mir ein bisschen Trost mit euren Likes. Gebt mir ein bisschen Trost mit euren Likes. Liken, liken, liken. Wenn wir, ich weiß nicht, ich bin circa 2 Stunden heute live, so circa. Wenn wir heute die 10.000 Likes erreichen sollten, dann haue ich euch eine 50er-Kiste rein. Dann gebe ich euch 50 Münzen. In einer Kiste. Aber dafür brauchen wir 10.000 Likes, meine Lieben. Warum Trost? Weil ich heute durch meine praktische Prüfung gefallen bin. Eine Minute vorm TÜV. Also, es waren keine Ahnung, wie viele Meter. 400, 500 Meter vorm TÜV-Gelände. Was willst du machen? Kannst nichts machen. Ist halt blöd gelaufen. War eine blöde Situation gewesen. Ja. Ja. Man will auch keine... Ich will auch gar keine Ausreden suchen. Gibt's halt keine Ausreden. Oh nein, tut mir leid. An sich ist es ja nicht schlimm. Es ist kein Weltuntergang. Es wird halt nur teuer. Das sind halt nochmal 500 Euro locker mehr jetzt, ne, die ich zahle. Prüfungsanmeldung, noch zweimal fahren. Also wie gesagt, ich brauche keine Übungsstunden oder so. Das hat auch der Prüfer gesagt, dass ich keine Übungsstunden brauche. Aber ich brauche
brauche halt trotzdem nochmal 2 Stunden, ne, die ich fahre, weil in 2 Wochen frühestens ist die Prüfung und du kannst jetzt nicht auch alle 3 Tage fahren, das ist unnötig. Du musst halt einfach nochmal fahren, um reinzukommen wieder, ne, um das Gefühl wieder zu kriegen und das war's. Ich muss jetzt gehen, wollte nur kurz vorbeikommen. Sehr lieb von dir, sehr lieb von dir. Auf jeden Fall danke für deine Likes und allen die anderen 9500 Likes fehlen uns noch. Und dann mache ich eine 50er-Kiste rein. Eine Schatztruhe mit 50 Münzen. Für, keine Ahnung, könnt ihr denn entscheiden, wenn es soweit ist. Wenn wir sie nicht erreichen, dann gibt es auch keine Kiste. Da bin ich heute, bin ich da mal ein bisschen stur. Aber vielleicht ist ja von euch jemand heute dabei, der auch morgen Abend vielleicht mal kurz reinkommt. Auch so gegen 20 Uhr wie heute circa. Weil ich morgen was ausprobieren muss. Ich muss morgen was testen. Und dann... Oh, scheiße, 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 scheiße. Ja, toll. Weil ich bräuchte morgen mal so 2, 3 Leute, die mal so ein kleines Feedback geben können. Weil ich muss morgen meinen iRig testen. Und das wäre cool, wenn da vielleicht der ein oder andere ist. Aber kann ich ja auch einmal in der WhatsApp-Gruppe fragen, ob da jemand Zeit hat morgen. Und einmal kurz mit reinkommt. So, 397 Kilometer noch. Lala. Warte mal. Ich muss hier, ne? Ja. Hier. Oh, jetzt habe ich einen Krampf im Fuß. Lalalalalalala. Nimm wir auf. Nimm wir auf. Mikrofon läuft. Jo. Das läuft auch. Sauber. Bam, 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 bam. Vielleicht gucke ich bei der nächsten Fahrt mal, dass ich den linken Spiegel ausmache. Der ist unnötig, finde ich. Der linke Spiegel kann auf jeden Fall aus. So. Oh. Das Bett ist noch nicht berührt. Das Bett ist noch grau. Also pennen ist noch nichts. Pennen müssen wir noch nicht. Passi, danke schön für deine Likes. Knapp 9000 noch. Naja, es geht voran, es geht voran. Vielleicht kommt ja der eine oder andere noch rein und haut auch noch mal ein paar Likes raus. So. Auch Autobahn vorhin gefahren, ne, in der Prüfung. Und das lief so super, ohne Probleme. Es gab nichts auszusetzen, hat auch der Prüfer gesagt im Nachhinein. Es gab auf der Autobahn nichts auszusetzen. Auch rechts vor links gab es nichts auszusetzen. Ich bin immer sachte rangefahren an schwer übersichtlichen Kreuzungen. Rückwärts einparken war super gewesen, Gefahrenbremsung war super, Wenden war auch super gewesen. Es war alles super. Alles super. Und in so eine Scheiße. Steckst du nicht drin? Was willst du machen? Ich gebe da niemandem die Schuld. Ganz klar, ne? Das wäre unfair und das wäre schlecht. Oha. Das wäre auf jeden Fall schlecht, wenn man da jemanden irgendwo bei jemandem die Schuld suchen würde, ne? Weder mein Fahrlehrer, man hätte sagen können, nö, warum trittst du auf die Bremse? Er muss es machen, er kann mich da nicht aufballern lassen, ne? Vielleicht hätte ich auch noch reagieren können, aber nach dem Vielleicht kannst du nicht gehen. Den Prüfer absolut auch nicht. Warum? Und auch der Typ, der da gefahren ist. Ja, er hätte jetzt nicht unbedingt in der 70er-Zone mit 130 reinknallen sollen oder mit 120. Ja, aber ist er blöd gelaufen. Da bin ich selbst schuld, ganz einfach. Fertig ist die Laube. Dankeschön für das Teilen, Passi. Dankeschön. Dankeschön für die Likes. Bam, bam, bam. Wir fahren jetzt einfach mal auf 95 weiter, bis wir irgendwie wieder eine Strafe bekommen, oder? Ist halt einfach geil jetzt hier so. Auch wenn das Motorgeräusch nicht da ist gerade. Was willst du machen? Ist halt kein Ponyhof. So, links ist frei, Schulterblick, blinken, rüberziehen. So. Und wieder aus. Und beim Vorbeifahren. Eigentlich darf man bei zweispurigen Straßen nicht überholen als LKW. Aber wenn man jetzt eine dreispurige Straße hat,
Ich will hier nicht auf der Kacke hauen, ne? Ich bin durchgefallen, aber Rechtsfahrgebot. Wenn eine Lücke ist, man sagt, habe ich auch meinen Fahrlehrer gefragt gehabt und er konnte mir eine Antwort drauf geben, aber das ist auch nirgendwo, nirgendwo beschrieben. Zwischen LKW und anderem LKW 20 Sekunden. Wenn da 20 Sekunden sind, also wenn du mit deinem Auto fährst und du könntest 20 Sekunden lang zwischen diesem fahren mit maximal 130, dann musst du rechts rüberfahren. Das ist aber immer schwer einzuschätzen, ne? Darum, ja, immer gucken so. Ich sag mal jetzt, die Lücke, die da vorne rechts kommt, da könnte man als PKW auf jeden Fall reinfahren. Als LKW muss man es sogar. Weil nach dem Überholvorgang und ausreichend Platz musst du direkt wieder rüberziehen. Ja, mache ich schön auf den Kackerhorn hier. Nein! Ja, oh, Autobahn war gut, sagt er. Autobahn war gut heute. Ich habe mir auch was zu essen bestellt. Ich habe jetzt schon 2-3 Stückchen Pizza weggedrückt. Aber wollte jetzt doch nicht hier beim Zocken oder so essen. Dann bin ich ja am Rumschmatzen und fest ja doch mal das Lenkrad an mit der linken Hand, dann, ne, wo die Pizza vielleicht in den Flossen hast und dann schmiert alles und das ist auch kacke. Werde mal meine Finger wundtippen. Na, der Passi. Nimmt euch mal ein Beispiel an den Passi. Soll sich ja nicht jeder die Finger wundtippen. Ah, Junge, Junge. Nicht jeder die Finger wundtippen. Aber like einfach mal, was das Zeug hält. Lasst uns 10.000 Likes vollkriegen und dann haue ich euch eine 50er Truhe rein mit 50 Münzen für, weiß ich nicht, das entscheidet ihr dann. Ich denke mal, das darf der Passi dann entscheiden, weil der Passi gerade am meisten liked. Und der Passi entscheidet dann, für wie viele Leute die Kiste ist. Und sie wird 5 Minuten laufen. Logisch. Die hätte ich mal vorhin reinpacken sollen, ne, die Kiste. Wo hier 82 Leute drin waren. Fahr doch schneller. Ach so, das ist ein LKW, der sah gerade aus. Auf dem Fernseher erkenne ich den besser als LKW. Da kann ich deutlich weiter gucken. Ja, weil der Schwarzton nicht so krass ist da, ne? Für Filme und geiles Games ist es kacke, wenn es zu hell ist, ne? Aber ist natürlich auch Einstellungssache. Ich kann auch das LMB nicht so gut sehen. Emblät. So. Kilometer noch. Wo habe ich denn überhaupt meine Glimmstängel? Dann drücke ich mir doch gleich mal einen Glimmstängel rein. Wow. Oh, guck mal, der Passi ist richtig heiß. Der Passi will es unbedingt. Der will es unbedingt. Er ist richtig heiß. 2100 Likes, locker 2000 von Passi. Also ich habe ja auf dem Handy den Autoklicker, ne, der läuft ja automatisch. Ja, das ist auch super. Schaffe ich bis Kiel die 10, na das glaube ich nicht, 200 Kilometer nur noch. Dankeschön, Sarah, lieb dich. Für deine 5... Oh, verdammt, jetzt habe ich mich verfahren, weil ich auf... Nein. Nein, das geht nicht. Oh, verdammt, ich muss einen Umweg nehmen. Ah, weil ich jetzt wieder nach links geguckt habe, habe ich mich verfahren. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Warum verfahre ich mich denn so oft? Warum verfahre ich mich denn hier so oft? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, da kennt jemand jemanden. Da kennt jemand jemanden. Ich kannte mal jemanden, der kannte jemanden und der hatte eine Nase. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich jetzt wieder einen Umweg nehmen muss. Verdammte Axt. Pascal, Sarah. Ach, Pascal. Weiß gar nicht, hat es mir schon mal gesagt, dass Pascal heißt? Auf jeden Fall weiß ich es jetzt. Upsi. Oh, ich habe vergessen zu singen. Vielen Dank. Für die Rosen, vielen Dank, wie lieb von Sarah. Nee, nur jetzt weißt du es, jetzt weiß ich es. Das denke ich mal, kann man sich auch ganz gut merken. Mit Passi und Pascal, das ist naheliegend auf jeden Fall. Aber gute Nachrichten für dich, Pascal. Jetzt solltest du es schaffen.
Weil mit meinem Umweg jetzt. Ach so, ist das denn überhaupt okay, dass ich die Pascal nenne oder soll ich dich weiter Passi nennen? Das ist euch überlassen oder demjenigen überlassen. Grrr. Das passiert auch so oft, ne? Einmal links rüber geschaut, auf den Monitor, um den Chat zu lesen, bupp, bist du schon wieder vorbei. Oder bist schon in den Ausfahrt reingeballert. Brrr. Ich bin der König der Umwege. Ich bin der König der Umwege. Alles gut, kein Problem. Kannst du mich ruhig, Pascal? Kannst du, okay, sehr gut. Sehr gut. Bam, 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 bam. Was habt ihr denn heute Schönes gemacht? Passi, Sarah, alle anderen, was habt ihr heute Schönes gemacht? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Nein, offen mit Fenster eingebaut auf Arbeit. Ah, okay, okay. Fenster einbauen ist eine geile Sache. Macht Spaß, das ist richtig. Fenster und Türen finde ich ziemlich geil. Oh, was ist denn das hier für ein Sonntagsfahrer? Mach hin, wir wollen Richtung Hamburg. Oh, Junge. Und gleich rumheulen, wenn ich hier hinten drauf fahre. Oh Mann, ey. Gib doch Gas. Was? Oh, rote Ampel, ernsthaft? Die war nicht rot, das ist eine Lüge. War vorhin auch gewesen, ne? War Ampel, war grün gewesen, habe ich von weiter weg gesehen. Grüne Ampel, ich dachte, yo, fährste. Vierte Gang, ca. 46 km/h drauf gehabt. Weitergefahren, weitergefahren. Und dann wurde es auf einmal orange. Aber man muss natürlich selbst einschätzen, schafft man es noch oder schafft man es nicht. Wenn man natürlich noch weiter weg ist, abbremsen. Und das war auch gut gewesen, weil sonst wäre ich nämlich auch über hellrot gefahren. Und das hat gut geklappt. Ja, und dann hast du so Mist. Na komm, egal, lassen wir das Thema. 260 Kilometer noch, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Sam, 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 sam. Vielleicht schaffen wir es heute, aber nee, ich glaube nicht. Also 200.000 Euro würde ich schon ganz gerne voll haben wollen, bis wir uns einen LKW kaufen. Vielleicht kaufen wir uns den LKW noch hier im Let's Play. Vielleicht kaufen wir uns den LKW, unseren eigenen ersten LKW, aber auch erst bei Twitch im Live dann. Das sehen wir denne. Das sehen wir denne. Einfach mal gucken. Darum immer schön die teuren Aufträge nehmen. Als nächstes können wir mal einen mittleren Auftrag nehmen. Muss ja nicht der höchste sein, ne? Ist natürlich auch dementsprechend weiter weg, ne? Aber vielleicht kriegen wir auch mal wieder einen schönen Fertigkeitspunkt. Dann hast du natürlich auch kurze Strecken, die du gut bezahlt bekommst. Vielleicht sollte ich auch einfach mal gucken, nicht was das meiste Geld an sich ist, sondern was, die meisten Kilometer an Knete bringt. Und das steht ja auch immer drunter, wie viel es pro Kilometer ist. Dass man da vielleicht das Höchste mal nimmt. Ist ja nicht immer zwingend das Höchste, was das andere ist, ne? ...174 Kilometer, das schaffst du nicht, Passi. Aber das ist ja auch nicht Voraussetzung. Es sei denn, ich verfahre mich noch zweimal, dann ja. Und falls es ihr noch nicht getan haben solltet, schaut gerne mal bei mir auf dem YouTube-Kanal nach. Kopfphantom Gaming. Wenn ihr Bock habt und ihr sagt, ist ein ganz umgänglicher Typ. Hat eine Macke, aber ist umgänglich. Folgen wir mal. Verdammt. Das war falsch, oder? Nee, Kiel. Sehr gut. Ja, dann könnt ihr da gerne mal einen Follower da lassen oder ein Abo da lassen. Hab aber auch zwei YouTube-Kanäle, ne? Müsst ihr gucken. Einmal Phantom, Kopfphantom Gaming und Kopfphantom normal. Und Twitch, da heiße ich Kopfphantom. Wenn ihr Bock habt, schmeißt da ein paar Abos raus.
Ansonsten mach das nicht. Mein Gott, komm aus dem Knick, Junge. Was? Aufliegerschaden? Junge, Kopfschaden. Kein Aufliegerschaden.